Einmal Künstler, immer Künstler. Das passt zum Leben von Willibald Holzinger. Er wurde in eine Künstlerfamilie in Würzburg geboren. Und damit war von Anfang an klar, was er mal werden wird. Willibald Holzinger ist Bildhauer und Maler. Jetzt mit 77 wohnt er in Gonzerath im Hunsrück. Dort geht er mit ungebrochener Leidenschaft seiner Kunst nach. Aus seinem erfüllten Leben erzählt er uns jetzt ganz persönlich. Meine Stärke ist das, dass ich halt alles sehr stark machen will, im Grunde genommen. Egal, was ich anfange, dass ich alles bewusst mache und schon in der Kindheit bewusst gelebt habe. Meine Schwächen, ich weiß gar nicht, ob ich Schwächen, richtige Schwächen habe. Wir wollten was anderes ausprobieren und dann sind wir nach Italien. Viele wären damals hin, aber keiner hat Courage gehabt, dahin zu gehen. Und das Risiko, und viele auch, die sind hin und die haben es auch nicht lange geschafft, da zu bleiben. Nicht? Weil man musste ja auch leben damals. Willibald Holzinger stammt aus einer Würzburger Künstlerfamilie. Und damit war eigentlich auch klar, was später mal aus dem kleinen Willibald wird. Als ich geboren wurde, da wurde ich schon als Künstler bestimmt. Unsere ganze Familien, Verwandten waren alles Künstler. Baumeister, Stuckateure, die Kirchen, Stuckarbeiten gemacht. Ne? Neben Holzskulpturen und Gemälden gehören auch ausgefallene Schmuckstücke zu seinen Kunstwerken. Willibald Holzinger lebt heute in Gonzerath im Hunsrück. Davor war er in der Toskana. Über einen Freund ist er dort an ein Haus im Grünen gekommen. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern hat er 37 Jahre in Italien verbracht. Ein traumhaftes Leben. Und zwar nicht nur für Willibald Holzingers Familie. Auch Gäste hatten es gut. Von überall kamen sie. Und im Sommer hatten wir auch Besuch gehabt von vielen Leuten. Und dann später habe ich erfahren, es gab sogar einen, sag mal, Art Katalog, wo man umsonst wohnen konnte. Ne? Und da kamen Leute, die wir nie kannten und so. Ne? Also es war unheimlich, es war immer viel Kinder da und Erwachsene und es war immer was los bei uns. Das Leben in der Natur, das liebt Willibald Holzinger nach wie vor. Auch wenn die Natur, durch die er heute geht, im Hunsrück liegt. Ich bin viel in Wäldern. Ne? Das fasziniert mich, wie es wächst und wie verschiedenartig das ist. Ne? Ich hole mir viele Ideen auch da. Die Ideen kommen in den Kopf rein und dann werden sie vom Kopf wieder ausgespuckt. So ungefähr funktioniert das. Ne? Auch wenn er sich hier wohlfühlt, die Rückkehr nach Deutschland ist dem Künstler nicht leicht gefallen. Der Grund für die Heimkehr, die Holzingers haben mitten im Erdbebengebiet gewohnt. Und es waren ja öfter Beben. Ich habe ja einige erlebt. Und jedes Mal ein bisschen mehr. Bis einmal, wo wir in der Küche waren, auf einen riesen Schlag getan hat, dass eine riesige Mauer einfach eingestürzt ist. Da überlegt man schon, was man tut. Ob man da lebendig beerdigt wird oder ob man vorher abhaut. Ne? Willibald Holzinger ist jetzt Mitte 70. Er arbeitet nach wie vor. Für ihn geht es immer weiter. Da mache ich mir, habe ich auch nie dran gedacht, aufzuhören. Sie hören doch auch nicht auf zu essen, oder? Ne? So ist das. Das gehört einfach dazu zum Leben, ne? Also zu meinem Leben. Urlaub mache ich nie. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben Urlaub gemacht, weil für mich das ganze Leben schon Urlaub ist. Und wie sieht es mit Zukunftsträumen aus? Eigentlich große, ganz große Träume habe ich nicht. Die meisten Träume sind ja in Erfüllung gegangen. Nicht?